Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Busbahn 1990. Und heute bin ich hier in Dienstlaken. Mit hier. Das ist der Dienstlaken Bahnhof, der Linie 103. Dann ist die VW-Haltestelle. Ist ein Privatparkplatz und hier darf man auch nicht weiterlaufen. Und wo ist nicht der Straßenfahrer? Geht so. Von Fahrzeugen. Da steht das gute Ding. Das steht das gute Ding. Und ich schreibe mal eine Schleife da. Ist not for Hotelgäste, ist nicht für Hotelgäste, sondern nur für städtische und nur für städtische Fahrzeuge der Stadt. Der zur Stadt dient, dann ist auch ein bisschen verwirrend, denn links ist das Hotel und rechts daneben ist ein bisschen Parkplatz. Der ist verwirrend. Die Straßenhaltestelle hier in Dienstlaken. Übrigens ist so Dienstlaken die einzige Stadt im Kreis Wesel, die noch eine so Straßenbahn hat. Zum Beispiel Mörs und auch so Rheinberg, Kamp-Hinfurt haben leider keine mehr. Und der Wiederaufbau der Mörser Straßenbahn scheitert bisher leider am Geld und leider auch am Interesse der Bürger, so Bürgermeister. Und ich gebe es auch, natürlich gibt es hier auch so ein DVG-Fahrkarte. Also mal schauen, ob es hier Unterschiede gibt zwischen dem Duisburg und den Dienstlaken. Nee, völlig identisch. Komplett identisch. Mal schauen, über ein Sozialticket. Also, ich möchte Nummer eingeben, machen wir jetzt auch. Wo ist das? Entschuldigung. Ich habe bis 30. Oktober. Kann man leider nicht ändern in die Preisstufe. Das heißt, wenn man ein Ticket kauft, dann geht das Ticket nur für Dienstlaken. Und nicht für den Kreis Wesel. Das sind zwei Optionen. Einmal ist hier für die Stadt. Für die Stadt ein Ticket lösen. Oder für den ganzen Kreis. Genau, Dienstlaken Bahnhof. A1, A3, A2 Tickets kommen nur hier über die Schnellbahn. Genau dieselbe Software wie in Duisburg. Ich bin jetzt gespannt, ob man hier Tickets oder Zeittickets der Stufe A1 bekommt. Denn bei den Recycling-Karten gibt es ja preisliche Unterschiede. So, ja, Bonus waren mein Ticket. Nee. Falsch. Ticket 2000. Dann kann man erst ab der Freistufe A2 ein Ticket lösen hier. A2, A3, B, C und D. A1 fehlt leider hier. Und auch hier in Dienstlaken gibt es leider betrunkene, besoffene Obdachlose, die hier rumschreien. Am Busbahnhof in Mörs ist das leider genauso. So, und dort ist es sogar noch schlimmer als hier in so Dienstlaken. Schauen wir hier auf dem Auslandsfahrplan. Ich frage mich, warum hier der Niederrheinplan hängt. Obwohl das hier eigentlich DVG ist. Das ist so DVG, das ist eine DVG-Haltestelle, DVG-Automat. Hier ist mal das Grundcenter von der NEAG, aber und auch die Busse, aber die Straßenbahn wird noch von der DVG betrieben, und zwar alleine von der DVG. Mal schauen auf den Fahrplan. Die 7, jede zweite Bahn endet bereits an der Duisburger Stadtgrenze, nämlich in Wartereck. Und dann um 34, 49 und am Wochenende fährt die Straßenbahn nur noch halbstündlich. Warum das denn eigentlich? Warum fährt die Straßenbahn am Samstag und am Freitag nur noch halbstündlich und das auch tagsüber? Also frage ich mich wirklich, was hier mit den Leuten im Kreis Wesel gar nicht so stimmt in Sachen ÖPNV. Ehrlich gesagt. Dienstlaken Bahnhof, Straßenbahn-Haltestelle, und hier sind auch Busse, hier von oben reisen.
Bushaltestelle, wäre der Busbahnhof sogar. Und da kommt eine zur Straßenbahn. Das ist die Mohn-Einbahn-Straße, so, denn hier steht nur für die Straßenbahn, dass man hier durchfahren darf. Achso, sieht man auch da. Der Straße oder hier, der Fahrweg von PD für Straßenbahn. Da kommt die Straßenbahn auch schon. Wir in Duisburg.com mit wir in Duisburg.com Werbung. Perfekt. Das ist der Bahnhof und nimmt sich die Straßenbahn und hält auch da. Auch hier hängen Nier-Greifaushänge an alle Stellen. Und hier steht noch VGN. Krass. Da muss ich mal ändern. Denn das ist ja auch im VRR-Bereich hier.
da auch schon damals während der VGN-Zeit durfte man mit dem VR-Ticket hier mit der 903 fahren. Nur innerhalb von so Dienstlagen galt der Tarif, VGN-Tarif. Mal schauen, wie das hier aussieht. Hier halt auch der Nachtbus, genau ND3 fährt jetzt auch jetzt hier bis nach Dienstlagen durch. Oha, und sogar durch, und sogar durchgehen. In Moers ist das leider nicht so. Das liegt wohl eher an der Stadt Moers. Und ich sag mal, hier steht auch NIAC. Was ist da? Hier ist so eine TVG-Haltestelle. Sieht ja auch, hier ist so eine TVG-Haltestelle. Warum hängen denn hier ihre so Tarifabfahrwähne hier? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch, warum hier die Tarifaushänge. Die Sache, dass hier ja neben dem 903 auch die 915 hält. Noch Fahrstellwechsel hier. Den Zeitpunkt bekommt die Bahn. In den Anlagen kommt die Bahn. Wie der Straßmann geht es nach jetzt hier nach Duisburg. Meistum. Ist aber voll. Was ist denn jetzt das? Oder was wir trotzdem können. Hallo.
Feld hat die Grenze, obwohl das Feld liegt. Hier ist ein Alpenkumpel raus. Das haben wir seit Alpenkumpel. Am 7. kommt der Lang raus. Nein, November. So sieht die nördlichste Straßenhaltestelle Duisburgs aus. Hier mit so, wenn ich mit so Fahrrad ausmacht, natürlich. Sitzgelegenheiten, Wartehäuschen, Fahrkartenautomat, wie man es jetzt hat. Und hier in der Barbe 234. Bärenstraße, Dienstleistung, alles mit dem Dienstleistung, mit Haltestelle Bärenstraße. Und ab hier fängt. Ab hier fährt die Straßenbahn, dann hier in Duisburg. Ab hier beginnt Duisburg, ab dieser Haltestelle. In diesem Weise ein paar Meter weiter nördlich. Das ist hier die A59-Auffahrt. Das ist die A59. Aber hier an der nördlichsten Endpunkt. Und hier kann man sogar bis nach zur Dienstlagen laufen. Das machen wir jetzt auch. Die sind am gerade auf der Seite auf umgestellt. Warum nicht auf der anderen Seite? Ich habe mich schon gewundert. Warum ist das nicht so? Ich bin jetzt hier in Duisburg. Wortereckstraße. Geht jetzt wieder zurück nach Duisburg. Walsum Wortereck. Zur Straßenhaltestelle. Und ich habe gerade herausgefunden, dass die Stadtgrenze genau hier an der A59 verläuft. Das heißt, dass hier quasi unter der Brücke schon bereits in Duisburg, wo hier auch das Ort steht. Dienstag, ne? Das Doofe ist, dass hier gar kein Gehweg gibt. Ja, machen ihn hier. Hier steht auch Wolderstraße. Hier verläuft die Grenze wohl, genau hier. Ich muss mal Pause machen hier. Oh, ich hab da stehen. Ich mache ein Foto hier. Das ist die Grenze hier. Das ist die Grenze hier, Wortereckstraße. Liegen auch überall Glasscheiben rum. Wer macht denn bitte sowas? Wer macht das hier?
auf dem Gehweg. Weil der Gehweg ist leider nicht, du kannst gerne vorbeifahren. Transporter. Dienstwagen, kein Schlüssel. Ah, jetzt sind wir aber in der richtigen Stadt. Nämlich in Duisburg-Walsum. Und seit 19 und Walsum wurde im Jahr 1975 nach Duisburg eingemeindet. Und von 19 bis 1975 war Walsum eine so eigenständige Stadt im Kreis Dienstlaken. Und da Walsum eingemeindet wurde und der Kreis Dienstlaken aufgelöst wurde, gehört Dienstlaken heute zum neu gegründeten Kreis Wesel. Ich weiß auch nicht, wo Wesel damals lag. Ob das hier auch im Kreis, Kreis Dienstlaken oder eher Kreis Rees. Denn dieser wurde ja auch hier aufgelöst. Der Kreis Rees. Und Rees gehört heute zum Kreis Kleve. Ein bisschen Heimatkunde muss sein. Wenn man hier wohnt in der Gegend, muss man sich ja sehr gut auskennen. Man schon an der so an der Straßenhaltestelle, wie gesagt, hier rüber. Hier ist noch ein. Die haben ja alle hier so Duisburg-Kennzeichen, da sich die Stadt Duisburg geweigert hat für Bürger aus den sogenannten Altkreisen Moers und auch Dienstlaken dieses Nummernschild einzuführen. Es gibt auch hier Fahrradstellplätze, Fahrradabstellanlage. Und das ist hier die nördlichste Straßenbahnstation, die Straßenhaltestelle von Duisburg. Hinter der Brücke fängt bereits Dienstlaken an. Und auch hier verläuft die Grenze mitten durch ein Wohngebiet. Hier ist ein Audi-Händler, Audi und auch VW-Händler. Und der nächste Schrammkomm ist in 11 Minuten. Da ist aus der Fahrkartenautomat gibt es hier leider nicht, sondern nur auf der gegenüberliegenden Seite. Und hier, das ist hier diese Abstellanlage für die Straßenbahnen, die jetzt hier an der Grenze enden. Und hier könnt ihr auch sehr gut sehen, Duisburg-Worteig, wir sind jetzt hier in Worteig. Und dann weiter geht und dann die Sonnenhaltestelle liegt bereits in Dienstlaken. Manche haben gemeint, man durfte mit VRR-Ticket nur bis hierhin fahren, aber man durfte wohl auch auf den ganzen Linien mitfahren, mit VRR-Tickets im Rahmen des Übergangstarifregelung oder so. Geredet, dass die VRR-Tickets damals bis sie dann Bahnhof gültig waren. Aber vielleicht wissen sie sich darauf auf die Duisburg-Tickets. Und schau mal hier hängt auch ein Tarifplan. Ich blick da nicht durch, ey. Da vorne stand dann noch ein DVG-Plan. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Duisburg-Wabe bereits ab Dienstag anfängt. Hier ab der Bähnenstraße, denn ich habe leider vergessen, ein halbes Programm anzuschauen, aber das könnt ihr bestimmt auch im Video sehen. Keine Ahnung, ich verstehe das machen die Nierbahn. Und jetzt kommen aus beiden Richtungen eine Straßenbahn. Einmal die hier wo endet, wenn ich einsteigen. Die endet hier und gleich und hinten kommt dann die andere Bahn in Richtung Transport 2. Und die Schranke natürlich so und Ampel ist jetzt auf Rot gesprungen. Ich gehe natürlich nicht rüber, ob ich die eigentlich mit der Straßenbahn gerne nehmen wollte. Aber vielleicht schaffen die auch. Vielleicht schaffen wir die Bahn auch. Vor an der Herzkreuz warten. Oh.
Das war knapp. Das war sehr knapp. Oh, wie dumm muss man sein? Wie dumm muss man sein? Als Ampel sage ich jetzt auf grün. Ey, so viel, ich verpasse das Wort. Ah, super, super, super. Schock, die Bahn fährt jetzt ohne mich weiter. Aber zum Glück um die nächste bereits in 6 Minuten. Und von daher. Oh Mann, das ist die Bahn bestimmt mit dieser Bahn, die gerade in diese Abstellung reingefahren ist. Vielleicht kommt wohl liefern auch noch eine andere Bahn. Schon. Duisburg ist ja wirklich wunderschön, ehrlich gesagt. Hier Weißdom und auch so Stadtmitte und Neudorf und so weiter. Neudorf, Zürzern, Wasserviertel, Innenhafen, wunderschöne Stadtteile. Wieder so Durchsage wegen der Massenpflicht und so weiter, Abstandsregel, aber kaum immer hält sich so leider nicht an dieser Abstandsregel. Und was mir noch wundert, denn dass du da gerade vorhin stand, dass du ständig stand da Minuten lang 903 bitte nicht einsteigen, dann warte ich hier bis eine 903 kommt, aber sie kommt nicht. Sie kommt wohl wieder gleichzeitig mit der nächsten Mal. Die nächste Mal kommt nämlich hier in 2 Minuten. Cool. Ja, ich nehme jetzt die 93 jetzt zur Rhein-Kirchen-Straße, aber ich fahre damit nur bis Haltestelle bei zum Rathaus und mache ich ein bisschen Pause und dann gehe ich jetzt weiter mit der SW40 nach Duisburg Hauptbahnhof. Aber die Fahrt werde ich höchstwahrscheinlich nicht filmen. Ich fahre Rhein-Kirchen-Straße und schaut euch das hier, das so riesige Fahrtangebot an. Kein Vergleich hier so was wie gerade vorhin in so Dienstag gesehen haben. Statt 15 Minuten für die Bahn in 7,5 Minuten Takt innerhalb von Duisburg. Allein, ich bin allein in der Bahn. Geil, bin ich allein in der Bahn. Krass. Okay, brauche ich ja auch keine Bahn. Theoretisch muss man hier auch keine Masse fahren. Man ist ja alleine. Nur wenn jemand einsteigt, dann sollte man Masse fahren. Aber man soll immer eine Masse fahren, immer. Auch wenn die Bahn ganz leer ist. Ja, egal. Jetzt so die 903. Eigentlich wollte die 903 auch bis den 7,5 Minuten Takt auch bis nach so Dienstlagen verlängern. Aber leider wird das die Stadt Dienstlagen nicht. Und deswegen endet jede zweite der dritte Bahn kurz vor der Stadtgrenze. Und hier steigt jemand zu. Und dieser Automat hier ist ja. Auf hier hinten schon. Die Freitagsstelle ist der Bereich, weil es zum Rathaus. Und schauen wir mal, wie die zweite Bahn endet an der. Stadtgrenze. Was ist das für ein Bus gewesen? Gerade vorhin war das eine Linie. Habe ich leider nicht gesehen. Und die SB40 fährt jetzt hier nach links. Eigentlich nach Uhr. Ich liebe Duisburg. Und natürlich auch so Straßenbahn fahren. Ist einfach meine. Das ist einfach meine Leidenschaft. Hier ist ein uraltes Schild da. Ich nehme noch im alten Design. Und die für Versteckerfahrten fahren nur zwischen Rhein zur Kirchenstraße. Und
und eben in Montag. Teilweise auch bis nach Mannesmann, aber das ist erst selten. Und ich weiß nicht, wie es im Süden aussieht. Ich werde bestimmt auch mal in den Süden fahren, mit einer 3B-Zeitstelle Mannesmann, Tor 2 oder so, und dann können wir schauen, wie das Fahrangebot dort aussieht. Und dann ganz einfach in der, so, werden mal schauen, weiter mit dem Tor, die nächste Stelle, und dann an der übernächsten Scheibe aus. Und man kann nichts sehen. Die Straße fährt ja noch auf einen Gleiskörper. Und da war auch dieser SB40, was ihr durchgefahren habt, habt ihr bestimmt gesehen. Der SB40 ist ja schon bei so einem Oberbruch. Und mit der muss ich auch mal fahren bis zur Endstation. Aber jetzt waren wir mitten auf der Fahrbahn. Das ist ein ID Süd da. Der erste alte Sitz in Duisburg, den ich jetzt noch gesehen habe auf der Fahrt. In Dienstland habe ich gar keinen alten gesehen. Aber da die außerhalb der Straßenstrecke liegen. Duisburg. Jetzt sind wir aber hier in so weißer Mitte oder auch alte Rade genannt. Die Umweltzone fängt sich kurz hier vor der Straßenkreuzung an. Jetzt aber aus. Kirchenstraße. Danke, danke Schadmann für die tolle Fahrt. Und da ist die so Sparkassenfiliale, Sparkassengeschäftsstelle, und da ist das Rathaus eher in Balsum. Ist diese Ampelkreuzung, und da ist der Marktplatz, also der Kollegenplatz. War's auch schon wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.